Hallo, hier bin ich wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Heute haben wir was Besonderes bei uns auf dem Hof. Und zwar haben wir im Grunde genommen eine große Wurstmaschine. Und zwar pressen wir Zuckerrüben-Melasse-Schnitzel, und zwar im feuchten Zustand, in einen Schlauch. Und das sieht aus wie eine lange Wurst. Und wie das dann in der Praxis aussieht, da gehen wir gleich nach draußen. Nur ist es heute sehr stürmisch und so weiter, und ich hoffe, dass das von der Aufnahme her einigermaßen klappt. Hier kann man jetzt schon den fertigen Schlauch sehen. Und dort kann man die Maschine sehen. Hier kann man sehen, wie die Presse die feuchten Schnitzel in den Schlauch fährt. Hier können wir jetzt mal sehen, was wir dort eigentlich in den Schlauch gepresst haben. Dies sind die Überreste der Zuckerherstellung. Und zwar ist das fein geschnittene Zuckerrüben, aus denen der Zucker extrahiert wurde. Und hier kann man noch so ein Stück erkennen. Zum Beispiel. Und das dient jetzt den Kühen im Winter als süßes Leckerli. Weil hier ist immer noch ein Restzucker drin. Es lohnt sich halt nicht, alles daraus zu holen aus der Zuckerrübe. Und diese feuchten Pressschnitzel dienen den Kühen als Energielieferant. So. Das war's dann mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland mit der großen Wurstmaschine, die für das Winterfutter genutzt wird. Bis dann. Tschüss.